Willkommen zum Seppig Sunday. Ja, einen schönen Seppig Sunday wünsche ich euch da draußen bei FIFA 15 wieder. Ja, wir sind am Start heute am Sonntag. Ich bin wieder ein bisschen entspannter. Ich hatte echt ohne Scheiß gestern so krass Kopfschmerzen nach diesem scheiß FIFA-Spiel, nach der Aufnahme. Nachdem ich das erste Spiel schon aufgeregt hatte und das zweite Spiel einfach mir den Rest gegeben. Ohne Scheiß, ich habe so selten Kopfschmerzen. Aber das hatte ich schon lange nicht mehr. Da habe ich echt... Nee, keine Ahnung, ich habe mir echt den ganzen Tag bis abends, bis zum Schlafen noch, hatte ich Kopfschmerzen. Heute geht's wieder, heute bin ich wieder entspannt, alles vergessen von gestern, was da so war und was da so, passiert ist. Und ich habe mir ein bisschen die Kommentare schon angeguckt von gestern und freue mich, dass auch sehr viel konstruktive Kritik diesmal dabei ist. Ganz besonders möchte ich mich bedanken bei Toxifield RS und Luke Dino, weil die haben beide einfach mal geschrieben, ey Sepp, die haben sich das Spiel angeguckt und wirklich konstruktiv gesagt, boah Sepp, mach doch mal ein bisschen mehr Offline-Spieler, haben viele geschrieben, auch danke nochmal dafür, aber die haben es nochmal ein bisschen mehr im Detail analysiert. Die Aufstellung war nicht so richtig, gebe ich auch zu mit der Aufstellung, man kann sich halt auch nicht alles aufzwängen lassen. Ich habe halt so meinen Spielstil, so wie ich immer spiele. Und eigentlich komme ich da immer mit 4-1-2-1-2 oder ähnlichem einer 4-4-2er-Kette irgendwie gut klar. Das ist eigentlich immer so das, womit ich immer spiele und womit ich auch gewinne und womit ich auch immer gewonnen habe bei den Folgen vor dem 1. Januar. Aus dem letzten Jahr. Womit ich auch gut gespielt habe. Und ich finde, ihr habt es ganz gut auf den Punkt gekriegt, ihr zwei. Es war einfach die falsche Aufstellung und ich spiele im Moment oder habe danach im neuen Jahr auch mit neuen Aufstellungen gespielt. Jetzt meinen Buckley habe ich schon umgeändert. In der Bully habe ich, glaube ich, immer mit einer Dreier gespielt. Da habe ich mir den Robben jetzt mal zugelegt. Den sehen wir dann auch mal. Und gut, da ging es eigentlich immer. Wobei die auch nicht so mega Knüller waren. Und hier die Franzosen, die habe ich mit 4-1-2-1 so aufgestellt. Damit war ich auch gar nicht so verkehrt, fand ich. Aber irgendwie lief da nur einfach noch nicht so richtig. Ne? Vielleicht auch von den Spielern, weil es nicht so meine Spieler sind unbedingt. Aber auch die Serie A habe ich jetzt mal umgestellt. Wurde vorgeschlagen auf 4-3-2-1. Hab mir ein paar Spieler dabei gekauft, ein bisschen umgestellt. Finde ich, hat der Luke Dino sehr treffend alles analysiert. Leuchtete mir auch alles sehr gut ein und fand ich auch sehr gut, was er geschrieben hat. Könnt ihr einfach mal reinschauen in die Folge von gestern. In die Kommentare. Sehr gut gefallen hat mir das Ganze. Nochmal hier Daumen hoch für die Community. Ich finde es echt klasse, dass auch sehr viele hier noch so aktiv sind und auch so mich hier unterstützen jetzt mittlerweile. Nicht nur damals, als weg war, sondern jetzt auch, wo ich so einen kleinen Durchhänger habe beim Spielen. Ich versuche heute, ja gut, ich stream heute halt Hearthstone. Nö, weil ich Hearthstone gerade irgendwie mehr Bock drauf habe als FIFA. Gut, vielleicht mal wieder ein bisschen mehr FIFA spielen. Und im Moment sieht es ja ganz gut aus, dass ich in den nächsten Tagen auch mal wieder so FIFA spielen kann. Ja, so viel dazu. Sonst habe ich noch eine kleine Ankündigung, damit das Ganze hier auch noch ein bisschen besonderer ist. Und zwar haben wir vor, eine kleine YouTube-Liga zu machen. So ein bisschen Bundesliga-mäßig, wo ich teilnehmen werde. Das verrate ich jetzt hier einfach schon mal so ein bisschen. Aber pssst. Wo wir mit verschiedenen YouTubern spielen. Und so eine kleine Liga, das sind glaube ich dann 10 oder 12 Leute. Und dann machen wir eine Hinrunde, Rückrunde quasi. Wie in der Bundesliga auch. Und dort werden wir dann, ja, einfach mal ein bisschen gegeneinander spielen. Ist jetzt nicht so aufgebaut wie bei der Weltmeisterschaft, wo wir halt auch ganz viele YouTuber eingeladen haben. Und dann im Endeffekt nachher das Problem hatten, boah Leute, das war ein bisschen, ich fand das echt ein bisschen blöd. Weil ich habe dann eine Gruppe gehabt, hatte Portugal, war jetzt auch keine schlechte Mannschaft und dann habe ich da jedes Spiel fast am laufenden Band mit 10-0 gewonnen. Da war natürlich auch kacke, dass dann nicht alle hier FIFA-Erfahrungen hatten oder regelmäßig spielen oder was, das fand ich ein bisschen schade. Und das, da habe ich schon drauf geachtet, dass wir das diesmal so aufziehen, dass auf jeden Fall YouTuber mitmachen, die FIFA spielen und auch ein Ultimate Team haben. Es wird ein Ultimate Team Ultimate-Team-Liga. Cool, jetzt haben wir hier jetzt Gegner. Ein bisschen Hybrid-Team.
Wobei, nee, eigentlich hat er nur Spanier und hat dann mal Eto'o da vorne geklatscht, weil wahrscheinlich sein anderer Stürmer gerade, Soldado vielleicht, verletzt ist oder was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Naja, gut. Machen wir eine kleine Liga, spielen ein bisschen zusammen. Sehen auch mal andere Kanäle, andere FIFA-Spieler. Leider haben nicht so viele zugesagt, wie ich gerne gehabt hätte. Also von den größeren FIFA-Spielern ist, glaube ich, nicht so viel dabei. Aber dazu gibt es dann noch weitere Infos. Das hat nämlich der Dom von AnyArt alles geplant, hat mich angeschrieben und gesagt, hey Sepp, hier, oh ne, schau mal nicht mal, ich habe da voll die Spiel Idee, fand ich sehr cool. Hatte ich auch Bock drauf, weil ich das einfach mal ganz cool finde. So zu spielen gegen andere YouTuber und nicht hier immer so wie jetzt hier so blub, weißt du? Ja, da wollte er mich. Dann mit Klischee können wir hier auch mal drauf schießen. Vielleicht kommt ja eine Chance. Ach, schade. Wäre vielleicht mal was geworden. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Super, Mensch. Also heute mit der Barclay einfach mal so ein kleines Aufwärmspiel. So ein kleines Motivationsspiel zu gestern. Ich habe gesagt, okay, ich mache vielleicht noch Burit. Aber da habe ich jetzt mal nicht ganz so viel Energie heute reingesteckt, weil gestern, ey, ohne Scheiß, mein ganzer Tag war echt im Arsch. Ich habe so übelst Kopfschmerzen gehabt. So übelst Kopfschmerzen hatte ich in meinem Leben noch nicht. Alter, was sind denn... Das ist voll schnell. Liegt das wieder daran, dass es dich ruckelt? Was er sonst immer tut. Jetzt hat er den Platz, den Özil! Oh, was schön! Was schönes Zusammenspielen! Zuckerpass von Özil! Hier rüber auf Aguero. Und der macht es dann rein. Ausstellung ist ein bisschen, also naja, ich habe jetzt gar nicht mir groß Mühe gemacht, da viele Spieler auszutauschen. Sanchez und Hazard sind da halt noch am Start, relativ schlecht von der Chemie. Ich glaube, nur eine 6er Chemie haben wieder. Aber ich habe mir gedacht, komm ey, mit denen spielst du gerne, setzt du die halt auf deine Aufstellung, zwingst du denen mal die Plätze auf. Ist jetzt vielleicht gar nicht so schlimm. So. Hier konnten wir schön das verteidigen. Oh, den Schwarzen haben wir aber gar nicht. Also den Schwarzen. Den mit dem dunklen Trikot. Habe ich gar nicht so gesehen. Was können wir heute von ihm erwarten? So. Ja, das ist ja seine große Stärke. Dass er immer schade. David Silva hier. Und seine Nebenleute einsetzt. Oh, shit. Aber läuft doch schon deutlich besser. Oder was sagt ihr hier? Oh, da war noch ein fieses Foul. Oh. Warte, Piqué. Das ist aber böse. Gibt direkt gelb. Tja. Ja, und so soll das eine coole Liga werden. Und es gibt auch, glaube ich, zwei Wildcards, also wo ihr auch gewinnen könnt. Dafür wird es noch ein Video geben, wo ihr dann teilnehmen könnt. Als Wildcard-Gewinner. So, nehmen wir mal Özil raus. Mal gucken, ob das wird auf die Entfernung. Boah. No, was? Das wäre so ein geiles Tor gewesen. Dann wäre doch mal wieder so ein Tor gewesen, wie ich es sonst immer mache, ne? So ein mieses, fieses Lacker-Ding. Wieso kriege ich denn hier nicht den Spieler gewechselt, wenn... Sanchez. Hier gegen Mata. Mesut Özil jetzt. Oh, schöner Schuss. Ja, zwei Wildcards. Dazu gibt es noch ein Video die Tage, wo ihr dann quasi euch qualifizieren oder teilnehmen könnt. Und ich habe da Bock drauf. Ich freue mich drauf. Und wir können euch ja schon mal ein bisschen vorbereiten. Also es wird ein Ultimate Team sein. Oh, shit. Hat der sein Spieler weggehauen? Oh, Mann. Au, und jetzt mein. Ja, Mann, diese abgefälschten Bälle, was ist denn heute los? Ach Mensch, ey, das ist einfach wieder FIFA Highlife. Ey, wenn ich das als Gegner jetzt durchmachen müsste, würde ich wieder durchdrehen. Wenn meine Spieler da so Blödsinn machen würden. So, einfach mal. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, Sepp, du schießt einfach nicht oft genug. Du ballerst nicht oft genug einfach mal drauf. Und das habe ich mir jetzt ein bisschen zu Herzen genommen. Und auch, weil ich ja immer an den Gegnern sehe,
was da kommt. Weil die halt einfach mal voll drauf knullern. Auch von weiter weg. Oh shit! Da stand der Santi Cazorla, aber ziemlich gut und frei. Shit. Wo war denn da mein Verteidiger? Den habe ich da, glaube ich, weggenudelt. Irgendein dummes Foul, was aber gar keinen Sinn hatte. Naja, da haben wir schon ein Gegentor. Mhm. Aber ist ja noch alles offen. Ne? Diego Lopez freut sich hier seine Halbplatze hinten. Das sieht aber eher aus wie Schokolade, die er klebt. Also ich freue mich drauf. Wie gesagt, alles weitere folgt dann, auch wer mitmacht, welche YouTuber und wie man mitmachen kann als Zuschauer, als Wildcard. Und ja, mal gucken, wie es wird. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Ich hoffe, dann werde ich dadurch schon ein bisschen besser hier. Mal so gegen andere spielen hier von den YouTuber. Und wenn die dann alle regelmäßig auch noch FIFA spielen, dann habe ich hier auch mal quasi so wie als wenn ich online spielen würde, nur dass ich mit dem quasi rede. Schön. Oh shit. Ach Mann! Oh, das ist. Wisst ihr, da hätte ich schon wieder drauf schießen müssen. Ich wollte dann zu viel durch die Mitte. Das war auch genau das, was ja bemängelt wurde bei mir. Weil ich zu wenig Freiräume mir mache. Und zu sehr mit der Brechstange da durch will. Ah Mann, und ein bisschen beknackt da auch hinterher rennen hinter dem Ball. Fabregas. Oh, da war ein ziemlich geiles Zuspiel. Da steht die Verteidigung. Schön. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Schön. Schön mit Agüero. Oh, was? Martinez macht mich hier echt fresh. Dafür, dass er gar nicht so schnell ist, hat er aber hier eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Hazard. Oh Mann! Oh Mann! Oh! Seht ihr? Schön Freiraum erspielt und dann einfach mal drauf. Der will aber auch echt immer an meine Eier. Oh, und schon wieder so ein Spieler angeschossen. Wir schießen hier die ganze Zeit nur die Abwehrspieler an. Und dann prallt der Ball so schön immer ab. Man, die stehen aber jetzt alle sehr weit hinten. Ich wollte eigentlich nur eine kurze Ecke wieder machen. Das klappt nämlich nicht so gut. Oh, Mensch! Hier auf Touré. Der schon gut da wartet. Touré. Oh, was war das denn für ein angeschnibbelter Schuss? Ah, oh, Özil. Na, war halt mit rechts, ne? Oh, wei, ey. Da war ja richtig Bongo. Bongo! Jawoll! Hat das doch regelt. Ne, Kompany hat's gemacht. Der Kompany hat's gemacht. Mensch. Vincent. Schön. Ja, genau. Diese kurzen Ecken, die sind irgendwie, keine Ahnung. Hier in FIFA 15 mache ich, wenn bei einer Ecke, dann mit einer kurzen Ecke das Tor. Schon mal gut. Schon mal gut. Kann man machen. Ja, und sonst war ich gestern noch im Kino. Im Kino ging es dann wieder mit Kopfschmerzen davor und danach war relativ kacke. Im Kino in The Interview. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Das war dieser Skandalfilm, der bei Sony gehackt wurde. Ja, was willst du? Lass mich jetzt verarschen. Hammer. What the fuck? Jetzt will er aber mir ganz einfach machen. The Interview. Sehr cooler Film. Ein bisschen abgedreht. Ich weiß gar nicht, ob der ab 12 ist oder so. Auf jeden Fall war der schon ziemlich krass, so was so einige Szenen anging. So Leute, die da irgendwie zermatscht wurden, Leute, die abgeballert wurden und wo das Blut einfach nur so spritzte. Ja, fand ich schon, die Aussprache war schon teilweise sehr. Es ging eigentlich die ganze Zeit nur um Schwänze und Brüste und Schlampen und so. Also ich weiß nicht, irgendwie. Es war sehr lustig gemacht, so vom Stil her. Also echt ein lustiger Film, eine Komödie.
Ah, schade. Aber so an sich ein bisschen hat man gewundert. Hatte ich jetzt nicht so erwartet von dem Film, aber super lustig, wie Kim Jong-un. Oh, Company hier zieht richtig geil ab. Wie Kim Jong-un da verarscht wird und wie man da alles, was man alles sieht aus seinem Leben und wie es dann in Korea sein soll. Ist ja alles fiktiv. Aber super lustig, ohne Scheiß, war super lustig, kann man sich auf jeden Fall geben. Und ich weiß jetzt auch, warum die Koreaner diesen Film gehackt haben und versucht haben, alles da zu tun, um den nicht in die Kinos zu bringen, weil das war echt schon hart. Also, ich so als machthabender Diktator möchte da nicht so gezeigt werden, das kann ich schon verstehen. Das kann ich schon verstehen, so wie der da auf die Schippe genommen wird. Naja. Echt abgedreht, der Film. Kann man sich anschauen. Und, ja. So. Weil das hier erste Halbzeit, Mensch. Komm schon, ich muss gleich noch streamen. Wir wollen gleich noch Hearthstone spielen. Aber sieht zumindest heute gar nicht so schlecht aus, als ich heute mal nicht so mit Kopfschmerzen hier in den Tag gehe. Und mich auflegen muss. Bisher ganz gut, das Spiel. Gegner stellt sich echt ein bisschen dämlich an. Ein bisschen so wie der eine, wo es so geruckelt hat. Aber offensichtlich Verteidigung hier mit Diego Lopez. Mensch, da kam aber früh raus, ey. Oh, was kam der da angesprungen? Nice. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit. Ach, schade. Besser mit Klischee-Schüssen. Schießen müssen. Aber Klischee leider. Da war böse, ne? Da war böse. Hätte eigentlich einen Foul geben müssen. Oh, hab ich jetzt irgendwie gedacht. Hatte ich irgendwie gedacht. Jetzt wechselt er mal den Spieler. What the fuck, was geht denn hier? Dass er da so durchgeht. Und da irgendwie verteidigt. Aber das macht er ja irgendwie nie. Schade. Räume. Er spielt gleich 0. Aber zumindest hier Pass raus auf den Flügel. Die Verteidigung steht wie ein Bauwerk. Hier alles mit Company. Und Koscielny ist einfach undurchdringbar. So, mit Temposteuerung kann man diesen Gegner schon außen. Ah Mann! Oh, fast ein Qualrückzieher-Tor hier. Schade. Aus dem Konzept bringen. Das kriegst du aber also ich könnte jetzt, glaube ich, noch ein bisschen höher hier gewinnen, aber ich will das mal dabei belassen, hier ein bisschen taktische Spielzüge zu üben und nicht, wie ich hier am besten durch Speed-Dribbling durchkomme, weil er grätscht, glaube ich, bei jedem. Guck mal, kannst du hier. Ich komme so durch. Ein Spieler am Boden sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. Oh shit! Was war das denn für eine Flanke? Oh, die kam aber nicht so gut an, würde ich jetzt mal sagen. Die kam jetzt echt nicht so gut an. Mein Gegner wechselt vielleicht aus. Mal gucken. Aber immerhin mit meiner Barclay-Mannschaft, da konnte ich was reißen. Und ich denke mal, ich werde auch ein Hybrid-Team aus dem einen oder anderen Barclay-Spieler machen. Vor allem aus dem Özil. Mit dem Özil werde ich, denke ich mal, beim Hybrid-Team anfangen. Vielleicht fällt euch ja schon mal was ein. Vielleicht ja ein gut, ein deutsch-englisches Hybrid-Team ist halt auch so ein bisschen von gestern, ne? Also normalerweise steht hab eine deutsche Mannschaft und eine englische Mannschaft. Okay, was mache ich? Eine deutsch-englische Mannschaft als Hybrid. Naja, vielleicht fällt mir da noch was Besseres ein, was wir machen können. Wie wir das mit dem Özil untereinander bringen können. Vielleicht mit Arsenal-Spielern noch. Weiß ich aber noch nicht so genau. Arsenal-Spieler. Es nicht so viele Arsenal-Spieler, die so ultra geil sind, die ich bisher gespielt habe. Vielleicht habt ihr ja da andere Tipps, was man da noch spielen kann. Oh, schade, er war im Abseits. Leider stand er da schon im Abseits. Aber so um den Özil möchte ich das gerne aufbauen, weil der Özil eigentlich echt geil ist. Ich schieße so gerne Freistößen mit dem. Das war quasi die erste geile Karte, die ich mir gekauft habe. So ein Özil, so eine 87 für 14.000 oder was habe ich den gekauft. Echt einer meiner ersten Spieler hier in der Mannschaft, die höher gewaged war.
Und das war echt ein super krasser Schnapper. Guck mal. Tipp, 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 tipp. Kannst du den schon voll aus dem Konzept bringen. Aber hier mit Aguero leider auch ein bisschen zu fast unterwegs. So easy ist das dann doch nicht. So, mit Sanchez. Bleib. Oh Mann! Ach shit, ich habe überlegt. Mach ich einen angeschnibbelten Ball? Oder aber einen Lupfer? Ach, schade, da die Lücke leider nicht groß genug. Naja, immerhin klappt das mit den Torschüssen jetzt. Jetzt habe ich so ein paar Torschüsse schon gemacht. Entweder, gut, wenn der Torwart hält, ist halt Torwart geil, ne? Aber wenn er so auf den Torwart drauf schießt, weil ich jetzt schon öfter hatte, das hat mich doch hart abgenervt. Wenn er meine geilen Spieler mit 85 Schuss oder was immer auf den Torwart draufballern, das riecht einen so auf. Das erwartest du ja auch nicht von so einem 85er Schuss, dass er auf den Torwart draufballert, ey. Voll Bongo. Zack, hingelegt, durch. Jetzt ist er ganz frei durch. Oh, was? Oh, oh, mit dem kleinen Finger kommt er dann noch dran, der Arsch. Oh, Mensch. Der Diego Lopez ist echt krass gut, ey. Zabaleta. Ich glaube, den meinte ich, dass er in der italienischen Liga spielt, oder? Ich habe jetzt auch in der italienischen Liga gesehen, so ein Evra, so ein Cole, ganz viele Stars der Barclay sind dann ja in die Serie A gewechselt. Was ich krass finde. Hier durch meine Barclay verteidigen konnte einfach keiner durch. Was sagt der Schiedsrichter? Vorteil, sagt er. Macht er gut. Hammer, ja. Ach, shit. Verteidigt gut mit seinem Torwart. Sein Torwart, echt hier, der muss Spieler des Tages werden, der Torwart. Der ist echt so krass. Das hat aber nicht mein Özil. Naja, Mata hat da Gelb bekommen. Mensch. Aguero. Mesut Özil jetzt. Die Kollegen helfen ihm schön. Wunderbarer Pass, das kann gefährlich werden. Ein schöner Abpraller, Mensch. Den hat er super rausgeholt. So. Sanchez. Oh, das war mal richtig geil gegritscht von Piqué. Aber ich habe auch einen Kompany, mit dem kannst du auch einiges machen, nämlich den Ball einfach abfangen. Da brauchst du gar nicht grätschen. Oh, die Zuschauer, Mensch. Sieht man auch mal. Da sind gar nicht mehr so immer jeder gleich und so. Aber immer wieder irgendwie ein weißes Trikot, das sticht dann doch ziemlich krass heraus. Ach, weil ich ja das weiße Trikot anhab, ne? Und die ja das gleiche Trikot wie ich an. Und dann sieht man die so krass. Schon ein bisschen geskriptet da mit den eigenen Trikots. Mensch, der bringt ja fast jeden Ball zum Mitspieler. Ah, shit! Boah. Okay, teilweise habe ich dann doch Probleme, wenn er dann so krass kacke verteidigt. Und dann einfach sein Torwart rausholen. Das ist echt. Bringt mich immer aus dem Konzept. Das hat Jay früher auch gerne gemacht. Oh, was war das denn? Oh, jetzt aber nicht hier noch einen kassieren. Und schön mit einem 3:1 hier in die Runde gehen. Ich hätte jetzt mal gesagt, wir hätten auch noch mehr gekonnt. Aber. Ich habe ja immer die Horrorvision, dass der Ball ja durch die geht jetzt ja nicht um die Welt hier. So haben wir schön gespielt, finde ich. Konnte euch ein bisschen was erzählen nebenbei. Das Spiel war gar nicht so anstrengend, dass ich hier mal Ruhepausen brauchte zum Nachdenken, zum taktischen Plan und zum Konzentrieren. So finde ich, macht FIFA dann Spaß. Ne? So quatsch ein bisschen nebenbei, erzähle euch ein bisschen was von meinem Tag und wie es so war und was so kommt noch und was ich so gemacht habe hier in FIFA. Ja, Aguero hier bester Spieler bei mir und Diego Lopez natürlich mit einer 9,6, wie es ja auch gar nicht anders zu erwarten war. Hier mit 20 Paraden. Krass. Oh mein, Loris, der brauchte gar keine Parade machen. Krass. Okay. Schüsse aufs Tor 17. Wir hatten ja, ach so, 23 Schüsse an sich. Und davon waren dann halt 20 Paraden und 3 Tore. Puh! Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Und mich jetzt doch mal. Spielerbewertung. Ich wollte jetzt gerade mal gucken. Hazard hat sich auch gut geschlagen. Sanchez auch, obwohl sie da nicht so reinpassen.
Zabaleta hat mir leider einmal gefehlt. Das qualifiziert ihn nicht unbedingt viel weiter zu spielen, aber wir benutzen ihn erstmal weiter. Wen hatte ich da vorher? Die Debuchy oder so? Glaube ich. Hier. Genau, die Debuchy. Debuchy oder Debuchy. Keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Der stand da ja vorher, war jetzt auch nicht so der Knüller, aber. Ja, vielleicht haben wir noch einen anderen hier. Sanya wäre vielleicht nochmal. Ist genauso schnell, ist ein bisschen schlechter. Aber hat vielleicht von der Workrate Mittel. Was hast du? Hoch, hoch. Oh ja, das wäre vielleicht schon mal was, was mir helfen würde. Oder aber Coleman! Der ist doch eigentlich auch sehr geil gewesen. Naja, wir versuchen es erstmal mit Sanya, der hier noch eine gute Verbindung bringt. Und ja, freut mich, dass ihr zugeschaut habt, liebe Leute. Wir werden jetzt hier erstmal ganz gemütlich die Folge beenden, auch wenn es Epic Sunday ist. Tut mir leid, ich habe mich entschieden noch zu streamen, sonst hätte ich heute ein bisschen mehr FIFA gespielt, aber nach dem gestrigen Tag möchte ich meinen Tag doch ein bisschen ruhiger mit Hearthstone, auch wenn das nicht immer ruhiger zugeht, aber doch entspannter in den Tag gehen. Und ja, Leute, ich hoffe, ihr hattet trotzdem eine schöne Folge. Ich fand es eigentlich sehr schön und angenehm und entspannt, auch ein bisschen zu reden und ein bisschen bla bla, so du dich, Leute, so ein bisschen. Gerne wieder Kommentare schreiben, wie ihr die Folge so fandet, ob ihr es gut fandet, was ich geändert habt, ob ich noch andere Sachen ändern soll, außer das, was ich jetzt gesagt habe und getan habe. Gerne alles in die Kommentare. Vielen Dank nochmal, dass ihr so viel schon in der letzten Folge kommentiert habt. Und ja, ich wünsche euch was, Leute, euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Haut rein, bis dahin, euer Sepp, tschüss.